Kann man nicht wechseln? Zurücksetzen. Nee. Also, ich weiß aber nicht, wer jetzt bei mir im Team war. Welche Farbe war ich? Du bist ja nur in deine Farbe. Ja, dann komm schon. War blau, oder? Freya und Gommel noch rüber. Hey, was ist das uns? Für ein Wort? Welches? Also möchtest du Freya? Ja, gut. Malik? Du packst oh, ich hab schon. Hatte ich bin, hatte ich bin das geheim. Ja, aber du wolltest doch fragen, was für ein Wort es ist. Darf ich das einfach sagen? Dürfte ich, Larry. Ja, jetzt weiß ich ja, dass es rot ist. Ja, ja, genau. Ja, jetzt sagst du es nicht mehr. Hättest du einfach vorher gefragt. Frag doch Gommel einfach. Google einfach. Oder Google. Du kannst Gommel fragen, das ist erlaubt. Was ist denn Larry? Ja, die beiden Geheimdienstchefs dürfen halt bestimmen, ob es erlaubt ist oder nicht. Weil es ist ja nur fair. Was erlaubt? Ja, aber jetzt weiß ich es. Wenn man bei einem Wort nicht sicher ist. Wieso? Ich hab's Wort nie gesagt. Weil du so super auffällig gefragt hast. Ich habe dir nie gesagt, was das meine er hat Frage kein ist, Wort gesagt. Farbe ist. Ich habe nur gefragt, was das für ein Wort ist, weil es mir ins Auge gefallen ist. Das, welches? Po. Ja, darf ich sagen oder nicht? Es ist, ja, ihr seht es doch auch. Wahrscheinlich ich habe keinen Plan. Das ist Larissa. Ja. Larissa. Larissa. Das ist Larissa. Ich. Ah. Aber eigentlich sollte es Laser Larry heißen, finde ich. Ja, stimmt. Geburtstag habe ich nicht. Larry. Geburtstag habe ich nie mehr. Und du bist tatsächlich in meinem Handy auch als Laser Larry eingespeichert, Larissa. Echt? Ja, ist so. Du bist die Laser Larry. Ja. Richtig groß witzig. Im Auto, als man angerufen hat. Oh mein Gott, das war so witzig. Laser Larry ruft an. Man darf niemals die Kontakte, die ich in meinem Handy gespeichert habe, sehen. Also ihr alle habt so witzige Namen. Darf ich meinen wissen? Ah, ja. Ist wahrscheinlich ja, leider schon. Mann. Oh, ich bin erstmal in dem Team, wo weniger Punkte hat, nicht anfängt. Ob das ein Vorteil ist? Ach schon. Aber ich könnte mal was reiten. Hinzufügen. Wir wollten reiten. Der Po tut immer weh. Achso, oh, wir sind blau. Wir sind dran, ne? Warte, also ich oh. bin doch eher, ich habe nur einmal in meinem Leben, wegen der Grundschule bin ich geritten. Und da hatte ich echt Po-Schmerzen. Ich bin schon auf Ponys geritten. Ich war als Kind auch mal reiten, tatsächlich. Auch über die Schule. Ja. Wie Schule? Ja, ja gut, was heißt reiten? Man wird draufgesetzt und rumgeführt. Achso, ich war voltigieren, Leute. Voltigieren ist einfach das Beste, was es gibt. Lass uns mal kurz warten, bitte. Lass uns mal kurz warten, bevor wir jetzt Po machen. Ja, was gibt's? Gommel ist der Archäologe. Ja, reinreiten. Ja, das ginge auch. Verein ist ganz gut, aber ihr dürft nicht vergessen, Gommel ist der Archäologe. Vielleicht ist das ein witziges Ding zu diesen Pferdchen in Ark. Ich guck mal eben, wegen Rock. Aber das ist jetzt nur ein Hintergedanke. Oh, nein. Ja, du kannst im Sattel des Equus Dings, Bums, mit Stein und Dings, Zündpulver herstellen. Halt, stopp, wir haben nicht das. Ich kann sagen, dass das weit hergeholt ist. Das wie ist lange nicht... musstest du laufen, um das herzuholen, Wiebke? Nicht weit, wieso? Ja, das ist immer ganz schön weit hergeholt. Mindestens ein Taxi und nochmal ein Flieger. Oh. Hallo, können mal bitte die Krümel die Klappe halten, wenn der Keks hier redet? Das ist so weit hergeholt, dass es halt nicht mal auf der Erde existieren kann. Versuchst du gerade, den Witz noch witziger zu machen, Tim? Ist dir nicht geglückt. Es ist bestimmt der Leim für die alten Pferde. Also, okay, wir können ruhig Po nehmen. Ich möchte aber Rock tatsächlich im Hinterkopf behalten. Aber nicht Rock. Ja, dann vielleicht Verein. Weiß ich nicht. Po finde ich... Vielleicht. Warte mal. Po finde ich schwierig. Also ich bin auch geritten und mir hat der Po zum Beispiel nie wehgetan. Deswegen weiß ich nicht genau. Becken, ja, Zahn, nein. Kann schon sein, ne? Kann schon sein. Ich meine, du sitzt auf dem großen Pferdearsch im Prinzip. Ja. Und auf dem Rücken. Das... des tollen Tieres. Liebe Grüße an Wendy hier. Nehmen wir Po, ja. Okay. Verein aber bitte im Hinterkopf. Und Rock. Warum wir es mal. Und. Ach, ja. Schon mal also gut. Bei Verein hätte ich glaube andere Wörter. Ah, kann schon richtig sein. Kann schon richtig sein. So, Ratten beenden. Ja. Okay. So, auf geht's. Hast du darauf gewartet, dass wir falsch tippen oder was hier, Robbe? Nee, ich bin schon wieder auf Instagram und sehe schon wieder überall diese Langschnauzenhunde überall. Das ist doch voll Pede. Sind die auch knuffig? Die gehen mir so auf den Kick. Ja, die Schnauze. Alter. Können wir einfach die beiden verparken direkt? Mach doch. Leben ist schon. Herr Orthopäde sind für die für den Rücken zuständig. Wirbelsäule und Co. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, aber. Irgendwegen bin ich.
Nee. Haben mir gerade ein... Das, nee. Dog-Meme geschickt, Tim. Ich hasse dich. Kann ich mal hier aufs Spiel konzentrieren, Vincent? Wir spielen. Ja, ich hab doch schon zugestimmt. Gut, dann gucken wir jetzt hier an. Ihr, hört's euch an. Man hört nichts, aber Jesus. Ist okay. Mach du das mal nach, Pete. Kiefer ist nicht die. Es gibt auch Kieferorthopäde. Es gibt auch Kieferorthopäde, Leute. Shit. Dann würde ich Becken wahrscheinlich eher ausnehmen. Vielleicht gibt's auch eine krasse Gang, die Orthopäden-Gang. Ich hatte jemals eine Zahnspange. Oder ich hatte einen und es heißt Kieferorthopäde. Ja. Das weiß ich. Der denkt es safe. Ach hey. Ich klick jetzt das Skelett an. Merkt er, ne? Denkt ihr, ein Orthopäde rettet auch mit Leim? Super. Hm. Tim, also ich blockiere dich gleich. War das jetzt ein Wort? Es ist Kiefer, nein, Leute. Ich dachte, es muss zu essen. Es ist Kiefer, ihr. Ja, Becken dann. Merkt euch einfach Kiefer und Becken, ja. Vielleicht ist auch Becken ganz anderer Arzt. Nein. Nein. Alle Männer checken gar nichts, alle Frauen sagen, nee, okay. Nicht Dr. Sommer? Wer kennt nicht Dr. Sommer? Natürlich kennen wir Dr. Sommer, aber... Rede von einem Frauenarzt. Holy moly. Meine Fresse, das sind diese Ärzte, wo man so als Frau so auf dem Stuhl... Ist schon. Das ist nicht dein Beckenarzt. Klar, das ist der Beckenarzt. Der gute Beckenarzt, wer kennt ihn nicht? Und dann kommt erstmal die Greifzange. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Ja, ganz kurze Frage, kann ich sowas zusammen sagen, wie zum Beispiel, das werde ich nicht nehmen, Michael Schumacher, damit es klar ist. Das ist ein Name, ja. Namen sind erlaubt, Name, ja. Name darfst du, Name, Spiele, Eigennamen darfst du alles machen. Du darfst jetzt nicht zum Beispiel Blauer Himmel sagen, das wäre halt voll dumm, weil das... Wie ja. Lieber das ja. Eine Wort, aber zum Beispiel mit Star Wars hatten. Würde auch gehen. Weißt also keine Adjektive, ja. Keine Adjektive und so davor sitzen. Wie Harry Potter wird auch gehen. Und Harry Potter geht alles. Alles, was Eigennamen sind, geht. Okay. Scholle ist ein Fisch. Die Scholle ist ein Fisch. Ich guck gerade in Meme-Channel. Achso. Scholle ist ein Fisch, jetzt Big Brain Time. Groß. Der Larry ist jetzt ganz groß. New York, ich bin super groß, New York ist riesig. Achso, warte mal, wir sind gar nicht dran. Indien ist groß. Daumen ist der größte Finger. Oh, warte mal, jetzt. Oh ist gar nicht, wa? Daumen ist überhaupt nicht der größte Finger, außer bei Marco. Alter, bei Marco ja, bei allen Menschen nicht. Ist so. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Becken groß. Knochen. Das Leben ist groß. Bahn gibt's auch ein groß. Oder es ist gross. Was davon ist ekelig? Gross. Ich mach jetzt einfach mal Afrika. Ja. Okay, aber Indien ist größer. Oh. Okay. Nein, ich hab New York gesehen. Nee, das Indien ist doch nicht größer als Afrika. Das weiß ich Indien nicht. Ist nicht größer als Afrika. Indien, Afrika ist ein ganzes Kontinent. Also wenn du die Population meinst, dann ja. Australien ist auch ein Kontinent. Das ist nicht super riesig. Möchte ich mal kurz anmerken. Ja. Ist so? So, Jochen Schweizer. Oh, hey. Ich bin mit Jochen Schweizer Fallschirmsprung, also Fallschirm. Ich bin mit Jochen Schweizer groß geworden. Da sind wir wieder beim Groß. Hatten wir nicht gerade gesagt. Und ein Gutschein von Jochen Schweizer hält genau ein Jahr. Stimmt. Aber Spaß. Kiefer ist es auch, Leute. Ja, ich hab's auch schon irgendwie. Aber was gibt's denn noch mit Jochen Schweizer? Bekommen, Larry, für Jochen Schweizer? Nein. Leben am Limit. Kennst du nicht das legendäre Toastbrot, was du bei Jochen Schweizer buchen kannst? Extrem Toast machen. Ein legendäres Toastbrot. Essen Sie einen 2 Meter großen Toast. Auch Orthopäde sein kann. Es gibt auch vielleicht irgendwas mit Zahn. Wollte ich schon von vorhin mal sagen. Aber Kiefer ja, ist aber auf jeden Fall. Kiefer 100%ig. Fallschirm ist noch ein Schweizer. Vielleicht ist New York oder so. Vielleicht kann man in Urlaub fahren. Wenn der GNTM stehen würde, wüsste ich das. Das mal ich das mal. Weil der war da letztes Jahr doch zu Besuch. Oder müssen die doch noch die ganze Zeit irgendwie Scheiß machen?
Lalala. Also, können wir Fallschirm einloggen? Ich log's ein, sehr gut. Jetzt lass Kiefer auf jeden Fall. Nein, wenn ich bin, dann der Fehler, okay. So, was nehmen wir jetzt noch mit Jochen Schweizer? Und Becken fehlt uns noch. Also, es fehlt uns ein Orthopäde und ein Jochen Schweizer-Ding. Wir können ja nur noch einmal raten. Also. Ja, das stimmt. Die Gutscheine sind ein Jahr gültig. Man kann vielleicht auch kochen mit Jochen Schweizer. Ja, kann man. Aber würde ich nicht nehmen. Okay. Okay, ja, dann. Wie risikobereit seid ihr? Ich weiß nicht genug über den Heini. Und sie nimmt doch den Toast. Nee, ich würde Becken nehmen. Ich hätte jetzt auch vielleicht entweder Becken. Koch oder Zeit oder ihn. Warte mal. Ja, gibt's vielleicht einen Gibt's nee. Ja, das stimmt. Ich hab noch ein Trauma. Vincent, was sagst du? Der nicht die ganze Zeit auf Insta rumchillt? Ich sag Wanderengel. Was? Classic, der Stab. Ja, keine Ahnung, macht was. Ich würde sagen, wir skippen. Ja, oder? Dann lass dich merken, ein Orthopäde und ein Jochen Schweizer noch. Warum haben wir es beendet? Weil Pete gesagt hat, beenden. Oh. Skippity-bap! Ich würde sagen, wir skippen und flirten und wir haben noch das Bett noch. Ist doch auch so. Wir nur einen extra Versuch pro Runde. Warum haben wir jetzt beendet? Aber auch vorschnell beendet, fand ich auch. Das noch. Aber als Gegnerteam finde ich, das ist okay. Ja. Oh, ich fand, ja, das spricht ja schon Bände. Nee, nur ein Wort. Okay. Ich hab gefragt. Mensch, Pedi. Dann noch das Becken. Oh, Mino hatte keinen Bock mehr. Skip! Gib die Baby Boo! Natur, 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 Natur. Nein, nein. Jetzt helfe ich euch mal nicht. Sekt ist nicht mehr auf der Karte, also. Wird einfach nur ein Beat. Ich kann dafür sorgen. Natur und Natur. Groß. Oh, ein Becken also, muss ja nicht unbedingt das menschliche sein oder animalische, sondern es kann auch einfach ein Schwimmbecken sein oder ein Wasserbecken. Warte mal. Hey, guck mal, Leben ist doch Natur. Naja, Leben kann aber auch nicht Natur sein. Ja, ein schöner Naturtoast. Der Natur-Koch, Marco, du bist in unserem Team. Da gibt es jetzt keinen Naturtoast. Heb den für die anderen auf. Na gut. Gut. Ich werde mit euch, das ist einfach. Daumen hoch, sagt die Freier dazu. Alright. Kennst du nicht den Naturdaum? Aber kann wirklich sein, der grüne Daum. Es gibt doch diese Kneippbecken, oder? Ja. Kneippbecken. Okay, also, Leute, Fokus. Also, ich möchte mal sagen, New York würde ich jetzt ungern mit Natur vergleichen, auch wenn es den Central Park gibt. Würde ich tatsächlich das eher als urban bezeichnen. Indien würde ich auch ausschließen, das ist auch ziemlich urban. Der Zahn zur Natur. Der Zahn zur Natur, so Biancas Zahn zur Natur, wird schon mal ausgeschlossen. Leim, Torte, ne. Toast, ne. Becken, maybe. Gang, ne. New York, ne. Verein. Es gibt relativ so Vereine, die mit Natur zu tun haben. Ja, würde auch auf Reiten nicht passen, falls der Po Zufall war. Ja, kann sein. Das kann mal passieren. Ja. Da ist das gar nicht so, weil ein Reitverein finde ich naheliegender als der Puppi. Das ist auch also so, wenn man in der ersten Runde 3 sagt und Leute erraten 2 und dann, die haben überhaupt nichts damit zu tun. Dann findet euch schon lebenssinnvoller als ja. Ein. Ja. Und Larry ist jetzt nicht unbedingt groß, also würde ich jetzt da mal ausschließen. Gommel weiß auch gar nicht, was Larry ist. Ha? Die Natur ist nach größer. Feiern und immer in ihr drin. Was ist, Wiebke? Du kennst ja Larry nicht, also weißt nicht, wie groß sie ist, meine ich. Die Real-Life Larry. Die Laser Larry. Nee, stimmt. Ja, ihr habt euch ja noch nicht persönlich getroffen, warte deswegen würde ich mal ausschließen. Hä, beim Konzert? Nee, da war Gommel noch nicht da. Genau. Deswegen würde ich das ausschließen. Okay. Stempel. Nichts mit Natur, nichts mit Groß zu tun. Koch. Auch nicht. Zeit. Weit entfernt. Indien? Nee, leider. Nee. Bindung? Nein. Okay.
Gut, dann haben wir alle Sachen ausgewählt. Aber Zahn doch nicht, Mann. Sag mal, Naturenzahn. Du bist ja auch so ein Zahn. Lass dich von Larry nicht beeinflussen. Das macht ihn mit Absicht. Toi, die kichert. Schlimmer als Tim. Was ist schlimmer als ich? Nix. Ich. Das geht nicht. Das Kichern schlimmer von der Laser, Larry. Ja, bestimmt. Das stimmt. Wenn ihr nicht Spaß sagt, dann weiß ich nie, was ernst ist. Das stimmt. Spaß. Hallo, das ist Angewohnheit hier. Und hier Marco macht immer drüber lustig. Du machst dich auch immer über Tim lustig, über seine Chemie. Spaß. Nee, das sagt sie nie Spaß. Oh, du Arme. Voll assi. Okay, also tatsächlich würde ich jetzt mal einen Daumen nochmal wegmachen. Leben, Becken, Rock, was haltet ihr davon? Ja. Sollen wir mit Rock anfangen oder Leben? Was ist, okay. Leben. Dann mache ich den Rock, you rock. Oh mein Gott, das war richtig mit dem Pferd. Ich wusste es. Ha! Reduktion von Steingewicht. Kann ich noch nehmen? Ja. Becken könnte halt auch. Ja, Becken könnte halt von den anderen sein, Freya, weißt du? Der Orthopäde hat super gemacht. Ja, das, deswegen, das wollten die ja machen. Abendbrot, Alter, ein Toast. Toast und Toast. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, also etwas Marmelade, Kork? Etwas Konfitüre, noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Hä, es kann doch sein. Toast, aber es gibt auch Zeit, weil es ist Abendbrot. Aber es ist auch Abendbrot. Da kenne ich einen Spruch. Aber Torte doch nicht. Wer ist denn Torte zum Abend? Das war doch nur ein Scherz. Jeder ist Torte zum Abendbrot. Also 24/7 esse ich Torte. Kennt ihr den Spruch? Jakob hat kein Brot im Haus. Jakob macht sich gar nichts draus. Jakob hin, Jakob her. Jakob ist ein Zappelbär. Helft euch das? Cool. Gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Habe ich noch ganz viele. Toast. Auf jeden Fall. Sehr gut. Toast. Was mit Leim? Das ist erstmal nur bei dir, Tim. Ach so. Mir egal. Koch oder Zeit. Müsste Proteinshakes stehen für Tim. Stimmt. Vegane Proteinriegel. Ich sag du halt. Tim kann das ziemlich gut auskichern. Okay, also was machen wir? Wissen, kannst du auch mal mitraten hier? Ich bei euch. Voll nicht. Hängt am Handy rum, guckt sich irgendwelche Instagram-Videos an. Voll bei euch. Ich kann gar nicht drücken, wenn ich ehrlich bin. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich dodge hier. Sagen wir Koch oder Zeit? Wie du dodgst? Och. Sagen wir. Okay. Nein, ich dodge die ganzen verdammten Hunde-Memes. Habt ihr noch mehr welche schicken? Ja, nein. Wir haben genug Zeit. Ja, würde ich auch sagen. Okay, wir haben noch 5 Wörter. Gommel, du schaffst das. Wir kriegen das allgemeine nicht hin. Große Natur hat wohl nicht funktioniert. In dem Fall war aber kein Stress. Nee, was war's? Kein Druck. Kein Druck. Kein Druck, ja. Ja, sagt er. Kein Stress. Sagen Sie kein Druck, ich habe noch 2 Wörter. Kein Druck, Malik, kein Druck. Nimm das schwarze Wort. Malik, du schaffst es schon. Ich bin guter Dinge. Doch. Wir nehmen es dir übel, aber kein Druck. Wenn ihr nochmal das schwarze Wort nimmt, dann nehme ich so. Ey, es war ja nur, damit wir warm werden hier. Als beim ja. Es war pur Absicht. Nee, gut. Die sind einfach gehässig und wollten, dass du auch verlierst. Ja, die. Ich glaube, das erste Mal mit Larissa zu. Das habe ich schon oft hier gehabt. Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Was denn? Ich habe gesagt, ich glaube, ich spiele das erste Mal mit mir zusammen. Ja, das also stimmt. Generell irgendwas. Ja, das stimmt. Glaube ich auch. Moin, ich bin schmutzig. Schmutzig. Gut. Lol, das, ich weiß nicht. Zähne können schmutzig sein. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, ja. Der Larry. Daumen können schmutzig sein. Hallo, ich bin nicht schmutzig. Hast du dich nicht bekleckert? Ja. Hast du dich nicht richtig bekleckert gehabt an Tims Geburtstag? Ja, bestimmt. Du hast dich richtig besudelt. Ich kann mich nie. Einfach Larry nehmen, bitte. Nee, was anderes nicht, Marco. Raus. Ab in die Schmuddelbank mit dir. Hä? Wir sind schon in der Schmuddelbank. Wir sind doch schon. Oh, verdammt. Oh, no. Das passt ja schon. No. Okay. Ich bin nicht schmutzig. Ich gehe duschen jeden Tag.
Aber erkennt Tim, kannst du auch noch mal für Laser Larry hier stimmen, bitte? Ja, danke. Nur weil ich Menschenkacke getreten bin ich nicht schmutzig. Die sind super sauber. Ah, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ob ich die bitte noch ein Vote da drauf machen. Ja, sie hat dran gerochen und wusste, dass es vom Menschen kommt. Frag nicht. Frag Vince einfach nicht. Vince hat auch dran gerochen. Vince hat auch dran gerochen. Hab ich gar was? Nicht. Alter, du. Vor allen Dingen, du riechst einfach an der Kacke. Und definierst dein Alter, Geschlecht und welche Nahrung in der letzten, im letzten Monat zu einem genommen worden ist. Ne, das ist ja schon, also Respekt. Respekt. Ich bereue es ja eh schon, nicht da gewesen zu sein. Oh. Und jetzt bereue ich es noch mehr. Oh. Wir hatten Geschichten von Kacke, Sternen, Milchstraße, ganz vieler toter Fliegen. Gesehen, außer ich. Ja. Die waren schön, die Sternschnuppen. Pizza, Werwölfe, zwei Schafe. Oh mein Gott, Werwölfe, stimmt. Aber so gut. Au! Und Schlittschuhfahren. Das hätte ich vergessen. Die blauen Flecke habe ich immer noch. Ah, stell aber nicht so an hier. Es gehört dazu. Ich habe den noch voll am Knie. Den habe ich dir geschickt. Ich habe den immer noch am Knie. Ja. Tja, tut mir leid für dich. Dein Leben ist ganz schön kacke. Nehmen wir jetzt die schmutzige Lösung. Leo. Ich schick mal ein Update. Gommel weiß das nicht, deswegen. Doch, Gommel war vorhin da, als sie die Geschichte wieder von der Kacke erzählt hat. Da Menschenkacke immer. Das stimmt, aber. Das stimmt. Ich bin da sehr stolz drauf. Ich bin da stolz drauf. Aber ey, wenn wir jetzt Larry wählen, das ist ja auch richtig witzig. Ich wünsche es ja so die schwarze Karte. Ich auch. Okay, Leute, schmutzig. Also New York passt, Indien finde ich passt auch. Zahn, ja, okay. Ich habe vom schmutzigen Zahn gehört. Schmutzig sein. Ja, nicht geputzt, aber schmutzig verwendet man in dem Zusammenhang nicht, finde ich. Ja, dann. Du hast aber schmutzige Zähne. Nee, noch nie gehört, passt nicht zusammen. Das letzte Jahr war schmutzig. Gut, du bist schmutzig. Den gibt's ja nicht. Hm? Ja, eben. Der schmutzige Dünnstieg. Ich bin schmutzig hart. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich finde alles schwierig. Alles ist ein Ja und Nein gleichzeitig. Wollen wir mal Indien nehmen? Weil Indien ist auf jeden Fall dreckig. Mit vielleicht New York. Ja, das stimmt. Also Indien ist auf jeden Fall schmutzig. Das ist auch. Indien ist auch groß, Leute. Indien ist auch groß. Wir dürfen die anderen Worte nicht vergessen. Wir haben noch Natur. Ich gehe einmal die Woche duschen, Leute. Ich meine jetzt Indien. So. Ja, siehst du. Von einmal täglich zu einmal Fehler. Die Woche. Oh mein Gott, New York war auch richtig. Wegen groß. New York ist groß, Indien ist groß. Wir haben das groß vergessen. War beide schmutzig. Ja, es war beide schmutzig. Ja, dann ist es Larissa und Zahn. Wir haben noch drei Wörter. Das Problem ist, die nächsten... Also wie sind denn deine Zähne, Larissa? Super. Super. Warte, Marco, warst du nicht derjenige, der die Zahnbürste vergessen hatte? Halt, stopp. Warum fragst du dann Larissa nach den Zähnen? Ja. War da nicht irgendwas? Hey, Habe ich da nicht irgendwas hier gemerkt? Also, wessen Zähne? Ich hab dann mit den Fingern die Zähne geputzt. Stimmt, ich hab doch noch gesagt, was mit den Fingern. Weitaus besser als mit der Klobürste, Marco. Das stimmt, ja. Die Klobürste jetzt auch noch gegeben. Wenigstens dann, oder halt diese Teller-Sauberbürste, weißt du, diese Schrubben zum Traum witzig gewesen. Das wäre lustig gewesen. Oder ein bisschen Rohrreiniger. Nee, schon mit Zahnpasta, also richtig viel Zahnpasta auf so ein... Leute, konzentriert euch bitte aufs Spiel, ja? Ja. Natur haben wir noch, ne? Natur und... Abbrot. Natur könnte Zahn sein. Könnt ihr mal eure Stimme auf meinem Namen bitte wegmachen? So. Nee. Das ist symbolisch. Nein, das ist unsere letzte Chance dann. Ja, also machen wir ja Zahn. Zahn nehmen, wegen Natur vielleicht noch. Okay, mach ja, einfach. Ah, schade. Ja, es ist sehr sicher Larissa und Daumen gewesen und dann, keine Ahnung, Stempel oder so. Zu viel Respekt gehabt, um Larissa zu wählen, ja. Ja, ich hätte Larissa. Weil er hat keinen Respekt. Angst, ja. Das ist alles für den Sieg. Alles für den Sieg, ist mir egal. Ja, da wird über Leichen gegangen hier. Ja. Meine bitte nicht.
Das ist sprichwörtlich nicht ernst. Ach so. Ah, das könnte. Ja, also. Das Skelett ist ja schon weg. Das ist nur eine Sache. Person. Hey, warum schickt mich ab? Ist es die Lari? Das bin ich. Ihr geht. Oder der gute Daumen. Oder die Gang. Gang oder besteht aus einer Person. Personen. Eine Person hat eine Ein-Person-Gang. Ja, Larry, nimm dich einfach selbst, bevor du als schmutzig tituliert wirst. Ja! Verdammt. Ah, Leute, es war der Reitverein, Leute. Es war der Reitverein. Es war der Reitverein. Ja, ihr habt gesagt, ich bin schmutzig. Finde ich nicht cool. Ich dich damit ab. Unsere Seite ja, hat das du dich damit gemacht. Ab, dass man China sagt, nicht China. Es heißt China. China. Sag noch einmal China. China. Kloppt euch doch nicht. Soll ich jetzt, ich habe ein Meme dazu gemacht. Das ist auch ein Meme-Channel. Von dir selbst vielleicht. Nee, das ist nicht von mir selbst. Das ist, es gibt eine Menge China-Memes im Meme-Channel. Ja. Leute, Englisch ruft. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, okay. Bis bald. Hat Spaß gemacht. See you later, Alligator. In a while, Crocodile. Wiebke? Ja? Bei Natur habe ich tatsächlich an Rock gedacht. Ach, geil. Oh, krass. Easy going. Und beim Reiten an Verein? Ich werde nicht meine Runde spielen. Wahrscheinlich. Wäre ich noch dabei. Jetzt ich wäre auch noch dabei. Weil eine will ich auch noch spielen. Also, nee, ich musste morgen wieder. Ich muss nämlich danach baden gehen. Marco auch baden. Marco? Die muss too early raus. Marco hat geschrieben, mein Router ist weg. 5 Minuten bestimmt wieder da. Was der ist so? Weggelaufen. Dann können wir kurz warten, weil dann würde ich nachunter mir ein Stück Kuchen holen oder so. Okay. Kuchen zum Abendbrot. Torte zum Abendbrot? Ja, Torte. Warum hast du dann Torte gerade nicht ausgewählt, Mann? Keiner, das ist zum Abend. Doch, du bist ja wohl nicht keiner. Ja, ich habe Hunger, gerade ein bisschen.